Was machst du denn gerade? Auf den ersten Blick sieht es wie eine kleine Vesperpause aus. Könnte man meinen, ist es aber nicht. Ich nehme nur die Samen aus der Tomate heraus. Das war's dann wohl für die Tomate, oder? Kann man so oder so sehen. Ich nehme die Samen und sehe sie. Dann machst du das in der Hoffnung, dass die Samen keimen? Ich mache das im Vertrauen an die Erfahrungen vieler Gärtner vor mir und der Hoffnung, dass es auch bei mir so ist. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So sagt Jesus zu seinen Jüngern im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Man würde es wirklich nicht glauben, wenn man es nicht schon so oft mit eigenen Augen gesehen hätte. Da ist ein winzig kleines Weizen oder Samenkorn. Es ist ganz hart. Und wenn es einfach liegen bleibt, geschieht gar nichts mit ihm. Wenn man es so sieht, ahnt man kaum, was alles in diesem kleinen Samenkorn steckt. Erst wenn es in die Erde gelegt wird, wenn es Nässe und Dunkelheit erträgt, wenn dann die harte Schale gesprengt wird, dann kann es keimen, wachsen und beginnen zu leben. Kann auch mein Leben nur so gelingen? Muss ich ein Stück von mir hergeben, bereit sein, mich verändern zu lassen, Vertrautes loslassen? Das macht mir Angst. Was passiert, wenn ich mich öffne, wenn ich etwas von mir abgebe? Wird das wehtun? Deine Hoffnung wurde erfüllt? So würde ich es sagen. Die Samen, die ich gesät habe, sind jetzt Keimlinge. Klein, zart und empfindlich. Und das freut dich, auch wenn du jetzt weniger hast als vor der Saat? Das Fruchtfleisch der Tomate hättest du ja noch essen können, aber diese kleinen Pflänzchen? Die pflanze ich jetzt in einzelne Töpfe und mache das im Vertrauen an die Erfahrungen vieler Gärtner vor mir und in der Hoffnung, dass es auch bei mir so ist. Der heutige Sonntag in der Passionszeit heißt Laetare und das bedeutet, freut euch. Es ist ein kleines Ostern, ein sich freuen über das Wachsen, sich freuen, dass die Hälfte der Fastenzeit schon geschafft ist. Die Keimlinge sind Hoffnungsbilder. Der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben siegt. Wie sieht das in meinem Leben aus? In meinem Leben gibt es ständig Veränderungen. Nichts bleibt, wie es war. Das Leben bleibt nicht stehen. Ich erlebe Sonnentage und Krisenzeiten. Manche Abschiede muss ich aushalten und darf Neubeginne erleben. Ich darf erleben, wenn ich Dunkelheiten aushalte, kommt am Ende neues Licht. Jetzt haben wir uns ja lange nicht gesehen. Was ist eigentlich aus deinen kleinen Pflänzchen geworden? Hier liegen sie. Also nicht die Pflänzchen, aber die Früchte davon. Das sind aber viele Früchte. Was für ein Erntesegen. Ja, im Vertrauen auf die Berichte der anderen Gärtner habe ich gesät, gepflegt, gebankt, gewartet und nun geerntet. Was für eine Freude. Die Mühe hat sich gelohnt. Jetzt bei der Ernte dürfen wir es sehen. Aus kleinen, harten Samenkörnern sind schöne, reife Früchte geworden. Aus winzig kleinen Weizenkörnern wurden goldgelbe Weizenfelder. Es ist eine unendliche Geschichte, ein Kreislauf. Wir dürfen in unserem Leben Erfahrungen trauen und Hoffnung haben. Gott schenkt uns Kraft zum Leben. Darauf dürfen wir vertrauen.